Hey, hallo, herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir das Wichtigste, was du über den klassischen Utilitarismus von Jeremy Bentham wissen musst. Mein Name ist Dennis Nolte, ich bin Philosophielehrer und jetzt geht's los. 1748 wird in London ein Mann geboren, der den Grundstein für ein äußerst erfolgreiches, aber nicht unumstrittenes Ethikmodell legte. Jeremy Bentham. Nach dem Studium und der Ausbildung zum Rechtsanwalt beschäftigte er sich sein ganzes Leben lang mit juristischen Fragen. So setzte er sich stark für mehr Demokratie und soziale Reformen, für weniger Macht der Kirche und gegen die Sonderrechte der Oberschicht ein. Bentham kritisierte im 18. Jahrhundert ein Phänomen, das heute bedauerlicherweise zu unserem Alltag geworden ist. Nämlich die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Wobei der Anteil der armen Bevölkerungsschicht stetig zunimmt und die Reichen immer weniger werden, dafür aber umso vermögender. Bentham ist der Ansicht, dass die Bevölkerung gleichmäßig im Sinne sozialer Gerechtigkeit an dem erwirtschafteten Wohlstand eines Landes beteiligt werden muss. Das war damals ziemlich revolutionär. Und im Grunde, wenn man sich die heutige Gesellschaft anschaut, dann sind diese Gedanken immer noch nicht umgesetzt worden. Bentham entwickelte nun eine Moralphilosophie, welche die Grundlage von umfassenden Reformen innerhalb der britischen Gesellschaft sein sollte. Quasi eine philosophische Begründung, warum soziale Gerechtigkeit sofort eingeführt werden sollte. In seinem 1789 erschienenen Hauptwerk An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, auf Deutsch eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung, stellte er die Grundsätze seiner philosophischen Theorie vor, die er Utilitarismus nennt. Der Begriff Utilitarismus leitet sich von dem lateinischen Wort utilitas ab, auf Deutsch Nutzen, Nützlichkeit oder Vorteil. Der Utilitarismus ist also eine Nützlichkeitsethik. Das bedeutet, dass diejenige Handlung als gut einzustufen ist, die mit Blick auf die Folgen einen bestimmten Nutzen am Ende bringt. Es handelt sich also um eine teleologische Ethik. Auf diesen Nutzen muss man mithilfe seines logischen Verstandes kommen können. Es muss also jedem Menschen möglich sein und nicht nur den Hochgebildeten, nachvollziehbare Gründe aufzuzählen zu können, warum man sich in einer bestimmten Situation für eine ganz gewisse Handlung entscheidet. Bentham hatte genug davon, dass sich die Bewertung von Handlungen innerhalb einer Gesellschaft an schwer eindeutig festzulegenden Größen orientierte, wie dem Gewissen, widersprüchlichen religiösen Vorgaben, dem natürlichen Menschenverstand oder einem moralischen Gefühl allgemein. Das sind keine eindeutig feststellbaren Größen und schon gar nicht eindeutige Handlungsbegründungen, die alle Menschen nachvollziehen können. Vielmehr handelt es sich um willkürlich festgelegte Größen, die man, je nachdem wer gerade regiert und welcher Zeitgeist gerade angesagt ist, auch wunderbar zur Unterdrückung der Menschen nutzen kann. Besonders im damaligen englischen Rechtssystem sah Bentham diese unlogischen, unwissenschaftlichen und subjektiven Begründungen in Perfektion umgesetzt. Dies wollte Bentham radikal ändern, um so der scheinbaren wahren Natur des Menschen gerecht zu werden. Er und andere klassische Utilitaristen stellten also nun vier Prinzipien des Utilitarismus auf, mit denen man relativ einfach erkennen kann, ob eine Handlung moralisch gut ist. Diese vier Prinzipien lassen sich in der folgenden Handlungsanweisung zusammenfassen. Handle so, dass die Folgen deiner Handlung bzw. Handlungsregeln für das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind. Hinter Folgen steckt das sogenannte Konsequenzprinzip. Im Utilitarismus betrachtet man nur die Folgen oder Konsequenzen bzw. Auswirkungen einer bestimmten Handlung. Sind die Folgen gut,
also fördern Sie das Glück und minimieren Sie den Schmerz, dann ist die Handlung auch moralisch richtig. Die wirkliche Absicht hinter einer Handlung spielt keine Rolle. Hinter Wohlergehen steckt das sogenannte hedonistische Prinzip, welches die Utilitaristen aus der antiken Ethik des Hedonismus übernommen haben. Im Utilitarismus werden Handlungen nur dahingehend betrachtet, ob sie die Lust, griechisch, nämlich Hedone, beziehungsweise das Glück fördern. Ist dies der Fall und liegt mehr Lust als Leid vor, dann ist diese Handlung moralisch korrekt. Hinter aller Betroffenen steckt das universalistische Prinzip. Im Utilitarismus geht es darum, dass möglichst alle Menschen, die von der Handlung betroffen sind, etwas Positives erfahren. Prinzipiell reicht es aber aus, wenn zumindest die Mehrzahl der Betroffenen etwas Positives durch die Handlung erfährt. Nämlich dann ist die Handlung moralisch in Ordnung. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich auch, wenn ich selber anderer Meinung bin als die Mehrheit, dann habe ich halt Pech gehabt und muss mich der Mehrheit beugen. Und schließlich steckt hinter optimal das Utilitätsprinzip. Im Utilitarismus ist eine Handlung optimal, also nützlich, wenn sie dazu beiträgt, Gewinn, Vorteil, Gutes oder Glück hervorzubringen. Und auf der anderen Seite Unheil, Leid, Böses und Unglück so weit wie möglich vermeidet. So richtig genau sind diese vier Prinzipien aber noch nicht. Wie kann man denn jetzt ganz genau feststellen, welche Handlung mehr Glück als die andere Handlung hervorbringt? Ganz einfach. Man kann es nach Bentham messen. Und zwar mit Hilfe des hedonistischen Kalküls. Ein Kalkül ist eine im Voraus getätigte Abschätzung oder Überlegung. Hedonistisch kommt von Hedone, was Lust, Genuss oder Freude bedeutet. Schauen wir uns dieses hedonistische Kalkül genauer an. Bentham geht davon aus, dass jeder Mensch von zwei äußerst wichtigen Gefühlen durchs Leben geleitet wird, nämlich von Freude und Leid. Entweder erzeugt eine Handlung Freude oder eben Leid. Natürlich in verschiedenen Abstufungen. So freut man sich über eine 1 in der Klausur wahrscheinlich weniger als über eine 1 im Abitur. Jeder Mensch verfolgt im Leben das Ziel, glücklich zu sein. Und das kann man nach Bentham eben nun mal besser erreichen, wenn man Leid möglichst vermeidet und die Freude maximiert. Bei der Berechnung des hedonistischen Kalküls soll nun möglichst das größte Glück für die größte Anzahl an Menschen herausgefunden werden. Denn die richtige Handlung erzeugt gegenüber anderen Handlungen und anderen Handlungsoptionen die größtmögliche Lust und den geringsten Schmerz. Jeder Mensch zählt bei der Berechnung des hedonistischen Kalküls gleich viel, egal ob Mann, Frau, Arbeiter oder König. Es geht Bentham um radikale Gleichberechtigung. Freude und Leid werden nun nach den folgenden Umständen gewichtet. Erstens Intensität, also wie stark wird man Freude oder Leid empfinden? Zweitens Dauer, wie lange wird Freude oder Leid womöglich dauern? Drittens Gewissheit, wie wahrscheinlich sind Freude oder Leid jeweils? Viertens Nähe, wie zeitlich nah ist mit dem Eintreffen von Freude oder Leid zu rechnen? Fünftens Folgenträchtigkeit. Mit welchen weiteren Freuden oder mit welchem weiteren Leid ist später zu rechnen? Sechstens, Reinheit. Wie rein wird Freude oder Leid sein? Oder wird in dieser Freude auch viel Leid enthalten sein? Beziehungsweise wird im Leid viel Freude enthalten sein? Siebtens, Ausmaß. Wie viele Menschen sind von Freude oder Leid betroffen? Um die Berechnung des hedonistischen Kalküls besser zu verstehen, schauen wir uns ein kleines praktisches Beispiel aus dem Bereich der Liebe dazu an. Das ist Tim. Tim ist seit 2 Jahren mit Anna zusammen. Beide sind ineinander verliebt und eigentlich recht glücklich. Doch manchmal hat Tim das Gefühl, dass ihm etwas fehlt. Tim möchte aber auf gar keinen Fall die Beziehung beenden. Eines Tages lernt er Lisa kennen und beginnt eine Affäre mit ihr. Sie sehen sich regelmäßig, heimlich, einmal in der Woche, und jetzt fühlt sich Tim endlich vollkommen glücklich.
Doch eines Tages hält es Lisa nicht mehr aus und möchte gerne öffentlich mit Tim zusammen sein. Sie stellt Tim ein Ultimatum. Entweder trennst du dich von Anna oder ich werde mich von dir trennen. Was soll Tim tun? Tim hat also zwei unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten. A. Tim bleibt bei Anna und beendet die Affäre mit Lisa. Oder B. Tim verlässt Anna und führt mit Lisa eine richtige Beziehung. Nehmen wir jetzt also an, dass absolute Freude den Wert 4 erhält und absolutes Leiden den Wert minus 4. Dann kann man folgende Tabelle erstellen, um die Glückssumme für die beiden Entscheidungsmöglichkeiten zu berechnen. Aus Gründen der Einfachheit nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wirklich nur diese drei Personen von Tims Entscheidung betroffen sind. Beginnen wir mit Tim. Tims Freude und Leid wäre ziemlich ausgeglichen, da er zwar die Beziehung mit Anna rettet, Lisa aber hingegen verliert. Hinzu kommt, dass er Anna angelogen hat und demzufolge das Vertrauen zwischen Anna und Tim etwas zerstört sein könnte. Im Endeffekt ergibt sich also ein Wert von minus 2 für Tim. Bei Anna sieht es besser aus und es ergibt sich ein Wert von plus 12. Die Freude wegen der Lüge ist etwas eingeschränkt, aber dennoch überwiegt die Freude klar, da Tim sich für sie entschieden hat. Bei Lisa hingegen überwiegt das Leid mit minus 19. Da sie aber von Tims Doppelleben von Anfang an wusste, ist das Leid bei ihr insgesamt nicht maximal ausgeprägt. Es ergibt sich im Endeffekt eine Glückssumme von minus 9 für Handlungsmöglichkeit A. Bei Handlungsmöglichkeit B, also dass Tim Anna verlässt, sieht es natürlich anders aus. Da Tim die Beziehung eigentlich nicht beenden möchte, ergibt sich für ihn ein Wert von minus 9. Für Anna, die in dem Moment wahrscheinlich auch das erste Mal von Tims Fremdgehen erfährt, ergibt sich ein Wert von minus 22. Lisa hätte in dieser Entscheidungsmöglichkeit einen Wert von plus 19. Alles zusammengerechnet ergibt sich eine Glückssumme von minus 12. Nach Bentham und seinem hedonistischen Kalkül ergibt sich für alle Beteiligten bei Handlungsmöglichkeit A weniger Leid als bei Handlungsmöglichkeit B. Deshalb würde der Utilitarismus in dieser Situation dazu raten, die Affäre mit Lisa zu beenden, auch wenn vor allem Lisa großes Leid erfahren würde. Im Utilitarismus zählt eben nur das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. Einzelinteressen sind nicht so wichtig. Und eines wird in dem Beispiel auf alle Fälle auch deutlich. Beide Handlungsmöglichkeiten würden prinzipiell mehr Leid als Freude erzeugen. Aber das ist in solch einer schwierigen Situation ja auch nicht verwunderlich. In die kuriosen Ecke der Philosophiegeschichte ging Bentham übrigens damit ein, dass er als militanter Atheist der Meinung war, dass man tote Verwandte nicht zu begraben habe, sondern sie in ausgestopfter Form quasi als Dekomaterial zu Hause aufstellen sollte. An diesen doch ein wenig gruseligen Vorschlag hielt er sich selbst in Perfektion. Bentham wurde nach seinem Tod vor einigen Freunden und Verwandten in den von ihm mitbegründeten University College in London seziert. Anschließend wurde sein Skelett mit Stroh aufgefüttert, mit einem Wachskopf versehen und kam in eine Vitrine in der Universität. Gemäß seinem letzten Willen hinterließ er der Universität sein gesamtes Vermögen. Nur unter der Bedingung, dass seine Gebeine bei allen Ratssitzungen anwesend sein müssen. Daran hält man sich bis zum heutigen Tag. Jetzt weißt du das Wichtigste über den klassischen, quantitativen Utilitarismus Jeremy Benthams. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn du mehr über Philosophie wissen willst, dann solltest du meinen Kanal abonnieren.